Ich habe, glaube ich, jetzt dreimal in Vorstellung von Herbstprognosen und Jahreswirtschaftsberichten gesagt, wir sehen Licht am Ende des Tunnels und bald geht es weiter und wieder nach oben. Und es hat sich immer wieder verzögert. Ich glaube, man muss schon sich eingestehen, dass die Stagnation, die Wachstumsschwäche härter ist, als wir es uns bisher eingestanden haben. Das hat mit prinzipiellen Ausrichtungen der deutschen Volkswirtschaft zu tun, die hohe Abhängigkeit im Handeln mit China, dass der uns lange gestärkt und auch reich gemacht hat, erweist sich jetzt als Problem. China schwächelt und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner. Fehlende Investitionen in Infrastruktur, ein zu spät eingesetzte Reform von Arbeitskräftegewinnung, also Zuwanderungsgesetzen, das schlägt jetzt alles zu Buche und ist eben nicht mit dem Fingerschnipp zu beenden. Was den Haushalt angeht, täglich grüßt das Murmeltier, es gibt noch nichts Neues, die Kollegen und ich werden sich melden, wenn es Neues gibt.